Oi, oi, oi. Jetzt habe ich verstanden, was der von mir will. Okay, keine Ahnung, ob ich den umnehmen will oder jemand anderes. Wie weit komme ich denn überhaupt, wenn ich mich nicht verkleide? Das wäre vielleicht mal die erste interessante Fakte. Als erstes muss ich mal, glaube ich, wieder einen riesigen Umweg machen, oder gibt es da irgendwie eine Abkürzung, weil irgendwo sind ja hier überall diese Zäune und so und. So, hier kommt gleich der Zug lang, von dem wir uns diesmal nicht überfahren lassen wollen. Der kommt hier nicht lang. Aber hier sind die zwei Weichen, also ist da der. Ich sag jetzt mal nicht Puff, aber. Oh. Okay, mit anderen Worten, der will mich da nicht reinlassen, also muss ich mich doch verkleiden. Das Tolle ist, dass der andere sicherlich schon 100 Meter weiter ist. Die kann ich ja gleich schon mal umlegen. Ah, Mensch, oh Mensch, oh Mensch. So, okay. So, das heißt, wir gehen jetzt schnell nach unserem Freund gucken. Ah, da vorne ist er. Das heißt, das ist er und ich muss so weit weg. Ich glaube, sogar auf der Höhe haben wir ihn eben mal das Leben genommen. Wir nehmen einfach mal nur sein Uzi. Ich wollte seine Kleidung haben. Ja, jetzt ziehen wir noch ein bisschen hier so in die Ecke rein. Dann klappt das schon. Und eine Uzi habe ich schon. Die mir eben schon, glaube ich, den Kopf fast gekostet hat oder so. Egal, wir haben uns jetzt verkleidet. Und ich hoffe nicht, dass das so wie in dem einen Part war, dass er sagt, ich kenne dich doch schon irgendwoher. Weil der mich eben schon mal gesehen hat. Und jetzt, ja. Und jetzt meint, dass ich mich nur verkleidet habe und mich trotzdem nicht reinlassen will. Weil dann hat der nicht. Dann habe ich keine gebrochene Nase, sondern der ein gebrochenes Rückgrat. Ah komm, jetzt lässt mich doch rein. Ja, yeah, perfekt. Hallo, my friend. So, super, ja. Yeah. Hm, ja, mach weiter so. Okay, dann gehe ich mal hier durch. Komm, 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 ich kann mit dir reden. Yeah. I'm Sandy. What can I do for you? I have this guy watching my car out front. How about treating him to a good time on my account? Now I'm disappointed. I thought you were my date. No. Now where's this friend of yours? Outside. I'll be there in 20 seconds. Oh ja. Wir sind doch immer freundlich zu meinem Freund. Und da sie jetzt nicht kann, denke ich, dass ich für sie einspringen werde. Lalala. Lalalala. Actually, I Come on, let's play a little game. La la la.
dann werde ich für dich deine Schicht... Nein, doch nicht. Okay, der redet nicht. Oh Gott, checken. Okay, hier ist wirklich niemand. Aber ich glaube, da muss ich nämlich den Dings verstecken. Ist okay. Ist okay. Dann verstecken wir mal hier das GPS. Legen dann dort vorne die zwei Weichen um. Schade, hätten wir schon früher gemacht. Ja, die ist schon richtig, dass sie nach vorne ist. Die habe ich ja eben mal vorhin schon umgestellt. Und jetzt wird noch die umgestellt. In der Zeit wärme ich mich mal hier mit meinen Freunden ein bisschen. Na Leute, wie geht's euch? Anstrengender Tag so, ne? Okay, die fahren jetzt. Als erstes sollte ich die Hunde wieder rauslocken. Jetzt gleich alle rein, ne? Habe ich irgendeinen Punkt übersprungen? Kurz auf der Map checken. Ach, der ist diesmal da. Das heißt, diesmal verändert sich auch nicht die Route. Okay. Aber good to know. Das heißt, ich kann nicht immer wieder das gleiche Level spielen. Das heißt, ich muss die sogar noch verändern immer wieder. Das heißt, es bringt nichts wirklich, ein Level super auswendig zu können. So, okay, aber das wäre dann nicht, weil der fährt dann gerade aus. Macht dann, hier müsste nur ein Schloss vor sein, ne? Ja, macht dann das Schloss kaputt und kann nicht reinrennen. Und hier macht der Schloss kaputt und dahin werde ich jetzt auch gehen. So, das heißt hier rum und dann rechts. Gut wäre schon mal, wenn die Türen, die werden doch sicherlich wieder davor stehen, ne? Okay. Geh mal jetzt einfach über diesen Weg hier rein. Den ich hoffe, dass es sicherer ist.
Okay. Fuck. Alles gewesen sein. Wo ist denn diesmal der verdammte Suitcase? Alter. Jemand will. Ich habe jetzt das Auto, brauche den Pickup. Scheißtöle. Habe ich den jetzt? So, Briefcase. Habe ich jetzt? Nee. Weil ich muss jetzt innerhalb von ein paar Sekunden dahin rennen und ich hoffe, das schaffe ich. Moment, jetzt suchen wir einmal kurz die schnellste Route. Das, da bin ich, das offen, perfekt, das heißt. Hier ist gar nichts offen. Oder? Alter, ich laufe da jetzt gerade voll dran vorbei. Ich schaff das nicht. Okay, der Typ schöpft keinen Verdacht. Das heißt, die anderen sollten es auch nicht tun. So, rein. Der Zug hat angehalten. Soll ich das auf den Zug werfen? Fuck, wo bin ich denn jetzt? Ach, da. Nein. Ist das jetzt... Er ist da jetzt drin. Und wir. Ich hoffe, das war jetzt das, was die wollten von mir. Ich hoffe, das war's. Das war es, was sie von mir wollten, so rum. Ivan has arrived. Da wollte ich mal ein bisschen mehr gucken, was das jetzt hier ist. Okay. Ist es jetzt das, was das Spiel von mir will?
Okay, ja, toll. Wo könnte der jetzt nur sein, hä? Toll ist, ich habe keine Ahnung, wo Ivan ist. Oh, jetzt komm, sag mir nicht, dass ich schon wieder gefailt habe. Wenn ich wüsste, wo Ivan ist, ich soll ja Ivan den Koffer geben, deswegen. Aber wenn... Ich bin gerade am Überlegen, und zwar, den Zug kann man am besten anhalten, wenn er hier endet. Das heißt, er muss hier lang gefahren sein. So. Aber andersrum. Das heißt, wir müssen den Zug am besten drehen. Oder wie schafft man das? Okay. Hä? Okay. Okay, die Folge dauert schon viel zu lange. Schreibt mir mal unten in den Kommentaren, wie man das Level vielleicht leichter lösen kann. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn wir es dann hoffentlich schaffen in Let's Play Hitman.